In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Da jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber-Barbara. Rhabarber-Barbara merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchen Geld verdienen könnte. Daher eröffnete sie eine Bar, die Rhabarber-Barbara-Bar. Natürlich gab es in der Rhabarber-Barbara-Bar bald Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber-Barbara-Bar, um von Rhabarber-Barbaras herrlichem Rhabarberkuchen zu essen, dass man sie kurz die Rhabarber-Barbara-Barbaren nannte. Die Rhabarber-Barbara-Barbaren hatten wunderschöne, dichte Bärte. Wenn die Rhabarber-Barbara-Barbaren ihren Rhabarber-Barbara-Barbaren pflegten, ging sie zum Barbier. Der einzige Barbier, der einen Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart bearbeiten konnte, wollte das natürlich betonen und nannte sich Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier. Der Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier kannte von den Rhabarber-Barbara-Barbaren-Rhabarber-Barbaras herrlichen Rhabarberkuchen und trank dazu immer ein Bier, das er liebevoll Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier-Bier nannte. Das Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier-Bier konnte man nur an einer ganz bestimmten Bar kaufen. Die Verkäuferin des Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier-Bieres an der Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier-Bier-Bar hieß Bärbel. Nach dem Stutzen des Rhabarber-Barbara-Barbarenbarts geht der Rhabarber-Barbara-Barbarenbarbier meist mit dem Rhabarber-Barbara-Barbaren in die Rhabarber-Barbara-Barbaren-Barbier-Bierbar zu Rhabarber-Barbara-Barbaren-Barbier-Bierbar-Bärbel, um sie mit zur Rhabarber-Barbara-Bar zu nehmen, um mit etwas Rhabarber-Barbara-Barbaren-Barbier-Bier von Rhabarber-Barbaras herrlichen Rhabarberkuchen zu essen. So. Ich glaube zwar nicht, dass irgendjemand von euch diese Geschichte verstanden hat, aber selbst wenn, es sind ja eigentlich auch nur 2 Minuten eures Lebens, die verschwendet wurden. Ha, warum tun sie sich das eigentlich an?